Hallo meine Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von Miscreated. Und da drüben läuft was. Auf dem Dach. Gott, liegen hier viele Sachen. Oh. Eine fucking Taube. Ehrlich? Was haben wir denn hier? Campbell Boots? Eine Cargohose? In die ich nicht reingucken darf, warum auch immer. Jetzt, da war ich nicht dicht genug dran. Auch nichts drin. Da lag aber noch was. Da lag noch was. Die Pistole habe ich schon, ne? Ist das nicht die? Nee. Die ist das. Was habe ich jetzt gerade eingesammelt? Ah, hier. Das Magazin hierfür. ACP. Ach nee, ist ja 9 mm. Ah. Das ist das Magazin für diese Waffe hier. Das heißt, ich tausche die jetzt mal. Unload. Unload. Danke. Packe das in das Magazin. Zurück in die Waffe. Und tausche die beiden Waffen. Und tausche die beiden Waffen. So. So ist richtig. Hier keine Munition dazu? Da schießt jemand. Ein bisschen weiter weg. Packen wir mal die Waffe weg. Brauchen wir nun gerade nicht in der Hand. Ich mag das, wie wir angezogen sind. Ich möchte das eigentlich nicht verlieren. Ich dachte, von hier könnte man vielleicht was sehen. Also man kommt auch nicht auf jedes Dach. Einfach draufspringen, okay. Gibt keinen schnelleren Weg, oder? Kann man hier irgendwie... Nee, das riskiere ich nicht. Wenn ich da runterfall, nee. Oh, da lag aber noch was hier. Schrot, nice. Habe ich die vorher gar nicht gesehen, ne? Eine Kugel. Ist das denn irgendwie für ein Unterschied? Backshot und Sludge.
keine Ahnung. Abwärts. Alter Schwede. Es hätte auch nach hinten losgehen können. Muss man echt aufpassen hier mit den Treppen, wenn man runter geht, ne? Jetzt wollen wir Richtung, wirklich Richtung Schüsse? Ach, hier war ja noch irgendwas, wo ich rein wollte. Genau. Wollen wir wirklich Richtung Schüsse oder wollen wir uns aus dem Staube machen? Was ist das denn für ein Haus? Ein Treppenhaus ohne Türen. Krass. Alter, ist das geil. So geil, hier lang zu laufen, sorry, aber wenn man das hier noch nie war und das so das erste Mal sieht, jetzt bin ich im so mega Einkaufshaus, wo man dachte, dass man hier gar nicht hin kann. Boah. Ein Hammer, den brauchen wir nun wirklich nicht, den haben wir schon. Herbert Dunitan Lofire. Okay. Ich kann mir so einen Laptop hier mitnehmen. Da haben sich richtig Mühe gegeben, hier die Map zu machen. So geil, so ein geiles Feeling, gerade hier durchzulaufen. Und wie ihr... Oh. Von da ich hier so gekleidet bin wie ein Soldat, komme ich mir auch so ein bisschen so vor. Oh, Treppenhaus, okay. Ich wollte nicht wieder zurück ins Treppenhaus sofort. Hunting Backpack, aha. Aber wir behalten unseren. Der Hunting, den sieht man natürlich nicht. Mega cool. Aber wir haben unseren riesen Cargo Backpack, den man natürlich gut sieht. Brauchen wir noch Öl? Was brauchen wir eigentlich noch für unseren Molly? Müssen wir mal tatsächlich gucken. So, nochmal Nägel mitgenommen. Wir wollten uns ja eine Kiste machen. Wir sollten auf jeden Fall noch was essen und trinken. Ich nehme mal hier zwei Dosen, die wir gerade zu uns genommen haben. Ja, passt jetzt halbwegs. Öl hatten wir tatsächlich schon. Wir können ja mal gucken. Crafting. Das brauche ich nicht. Clothes will ich auch gar nicht. Weapons. Throwable. Was brauche ich denn dafür? Einmal Öl. Habe ich. Alkohol? Habe ich. Eine Empty Bottle, die habe ich nicht mehr. Ah, und einmal Rex. Okay, uns fehlt die Empty Bottle.
werden wir doch wohl kriegen, oder? Schade, ich dachte, ich könnte noch weiter aufs Dach. Mal gucken, ob das nicht geht. Wahrscheinlich nur über die Fahrstühle, das würde mich aber wundern. Oh, was haben wir denn hier? Fünfmal Slut steht hier sogar. Ich weiß nicht, ob die Schrotflinte... Nee. Oder? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich dieselbe Schrotflinte. Ach, die hat er sogar gleich gestackt. Nice. Warum auch hier immer eine Schrotflinte liegt. Sind wir ganz schön vollgepackt langsam. Ich finde, wir sollten noch eine Dose essen. Oder was trinken. Was brauchen wir dann eigentlich? Naja, eigentlich nichts gerade. Jetzt direkt. Gleich aber wieder. Wir haben ja einen relativ hohen Verbrauch. Wir sind ja auch ziemlich voll bepackt. Wir sind fast am Maximum angekommen. Nichts, was wir hier noch sehen, ne? Auf Anhieb, nein. Das ist so geil gemacht. Selten, dass ich bei einem Spiel wie die, also habe. Oh, Gas. Das ist das Flugzeugteil, ne? Das ist das Triebwerk. Sie kommen ja doch auf das Gebäude. Ich habe das selten, dass ich wie gesagt bei einem Spiel so oft diesen Wow-Effekt habe, wie bei diesem Spiel hier. Ja, hier sind die Flugzeugteile rein. Das ist das Fahrwerk. Alter. Komplett durch die Decke gebrochen. Leider nicht rein. Kommen wir leider auch nicht rein. Das ist krass. Das ist so ultra krass gemacht. Sorry, aber das ist... Boah. Dann spätestens jetzt für jeden, der mal so ein Boah-Feeling haben möchte. Natürlich gemeint... Alter, fick die Henne. Alter, wenn du hier runterfällst. Zumal du dich von hier oben mit dem Scharfschützengewehr so mega krass verschanzen kannst. Du läufst da unten lang und merkst das nicht mehr, wenn du von hier oben beobachtet wirst. Und dann steht hier sogar Wasser zum Trinken. Boah. Wie ultra krass. Ist dieses Spiel bitte? Ich habe Angst, hier runterzufallen. Hier kriege ich leicht schwitzige Hände. Und noch Barrikaden so aufgebaut zum Rüberlaufen. Ah, der hängt ja immer noch fest. Und ich meinte noch so, ob man hier wohl rein kann. Und hier kann man rein. Wow. Okay, die Weitsicht ist jetzt leider nicht ganz so, wie erhofft. Was? Was habe ich gefunden? Nochmal ein Magazin mit ACP. Okay, ich mache jetzt Folgendes. Eins der beiden brauche ich nicht mal weg damit. Ist eh leer.
Kann man hier rüber? Ich weiß nicht, ob man da hoch kann. Noch weiter, wahrscheinlich nicht. Nee. Dann gehe ich da auch nicht lang. Es ist so krass. Ich habe das Spiel nun wirklich lange, lange gespielt. Und seitdem diese Megastadt hier ist, komme ich aus diesem Staunen nicht heraus, was die in kurzer Zeit hier rausschauen, wo man echt nur da ist und sagt, wow. Einfach nur wow. Ist das Treppenhaus? Davon sind wir dadurch? Ich weiß es nicht. Wenn die Steuerung minimalst leicht besser, also nicht so kantig wäre, sondern leicht flüssiger. Boah. Was für ein krasses Feeling, was ich hier habe. Und das meine ich, wenn man jetzt in fast jedes Gebäude so rein könnte. Und ich weiß es ja noch nicht mal. Waren das meine Fußdinger, die wir nur gehört haben? Ich mache ein bisschen lauter. Nochmal ein bisschen lauter. So. Ich will nicht kämpfen, ich möchte überleben, Junge. Wenn ich dich sehe, töte ich dich, aber nicht, weil ich kämpfen möchte. Kann man ja auch hier da rein? Wahrscheinlich kann man... Schock. Schock. Ich dachte, ich bin tot. Jetzt dachte ich, das war's. Shit, und wie komme ich jetzt hier weg? Ich wollte nur in den Lüftungsschacht gucken, ob er da rein kann. Gucken, wie ich hier wieder wegkomme. Ich falle hier überall runter, warum? Scheiße. Scheiße, scheiße. Scheiße, wie komme ich jetzt hier raus? Ich will nicht hier sterben. Oh, ich bin... Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier wieder wegkomme. Ich stecke schon wieder irgendwo fest. Kacke, weil ich irgendwo runtergefallen. Ach, Kacke. Ach Mann, und dieses, dass man hier nicht so viel springen kann, ist doch kacke. Ach, ich will hier jetzt nicht sterben, bitte nicht. Oh, ich ärgere mich gerade so dermaßen. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich hier rauskommen soll. Warum kann man denn überhaupt hier hin reinfallen? Sowas. In echt kann ich einfach raufklettern. Weißt du, was ich meine? Dann lege ich mich einfach drauf und... Aber weil dieses Spiel das Klettern nicht kann... Weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Lieber Stuhl, hilfst du mir hier? Okay, anscheinend nicht.
Bin ich denn hier reingefallen? Na super, nun? Habe ich verkackt. Ich bin hier durchgefallen irgendwie, ne? Aber hier ist ein Gitter. Ich kann hier gar nicht durchfallen. Ich muss hier rauf und dann hier rein. So ein Glitch mäßig. Hier, darüber bin ich reingefallen irgendwie. Aber eigentlich hätte ich hier draufstehen müssen. Und da hätte ich gar nicht nach hier weiter dürfen, weil da das Metallding ist. Mit Duken kann man nicht springen, okay. Ach, jetzt bin ich tot wegen so einer Scheiße, ey. Habe ich ja schon wieder keinen Bock mehr hier. Oh Mann, glitsche ich irgendwo in so eine Kacke rein und jetzt... Oh. Und die Rohre sind auch so, dass man nicht drauf kann. Das wenigstens auf das rote Rohr und dann vielleicht so hoch. Ah, ich war fast. Mist. Dem kann dir, glaube ich, auch keiner helfen, selbst wenn ich help schreie. Und das mit dem Jumping finde ich ein bisschen kacke. Ich fühle mich gerade wie in DayZ, wenn man in so einem Stein spawnt. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft. Ja. Jetzt komme ich aber, glaube ich, besser raus. Hoffe ich. So, aber ich bin raus. Jetzt muss ich nur schnell hier mein Rack nehmen. Dann werde ich wieder gesund. Ich habe es geschafft, aus der Falle zu kommen. Ich habe es geschafft, aus der Falle zu kommen. Okay, und jetzt wird es auch Nacht. Dementsprechend passt das ganz gut. Denn die Aufnahme ist ja sowieso vorbei. Oh Gott, wird es hier richtig dunkel. Gut, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns dann in der nächsten Folge hier wiedersehen. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.